Lange ist es her, dass wir eine The Hooker reviewed haben. Jetzt habe ich wieder eine am Start, und zwar die Terminator, die deutlich anders ist als alle anderen The Hooker Pfeifen, die wir bis jetzt hier hatten. Was sich verändert hat, wie viel die Pfeife kostet, was sie kann und so weiter, jetzt im Review, aber wie immer erstmal die Cinematics. Die Pfeife und die ersten Feature habt ihr gesehen. Es ist die The Hooker Terminator. Über den Namen müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch reden. Erstmal kurz ein paar Daten und Fakten zu der Pfeife. Die Pfeife kostet 169,95. By the way, bei The Hooker gibt es sehr oft 15% Rabattaktionen. Sollte man also eventuell drauf warten, um dann noch einen kleinen Schnapper zu machen bei der Pfeife. Aber wir gehen erstmal vom UVP aus und der ist 179. Die Pfeife ist vom Tisch bis zum Kopfadapter gemessen 52 cm hoch, also definitiv eine große Pfeife. Wir haben einen Anschluss, der mit zwei O-Ringen herkommt. Der geht auf der Seite von der Base rein. Da wäre ein Schliff wahrscheinlich nicht so gut, von daher ist das mit den O-Ringen an der Stelle tatsächlich cool. Theoretisch ist mir ein Schliffanschluss immer lieber als einer mit O-Ring, aber wenn das seitlich wie hier in die Base geht, dann ist das halt auch ein bisschen schwierig und der würde wahrscheinlich auch rausfliegen, deswegen in dem Fall auf jeden Fall okay, dass da einer mit O-Ring dran ist. Außerdem geht er relativ easy ab und auch relativ easy dran. Man kann es machen, ohne dass man die Bowl festhalten muss. Ich würde trotzdem immer eine Hand an der Bowl haben und eine zum Reinstecken vom Schlauchanschluss benutzen. Die Pfeife hat zwei Blow-Offs. Wir können die umstellen, indem wir einfach hier an der Rauchsäule drehen. Da kommen wir dann aber auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Im Lieferumfang enthalten ist die Pfeife und das Mundstück. That's it. Und das ist schon mal die erste Besonderheit im Vergleich zu anderen The Hooker Pfeifen. Sonst immer vier Schlauch mit komplett einmal Zubehör, jetzt eine Einschlauchpfeife ohne Zubehör, also vielleicht an die Leute gerichtet, die eh schon eine Pfeife haben und vielleicht noch eine neue dazu holen wollen. Wie immer bei den Reviews gehen wir aber unsere ganz normalen Review-Punkte entlang. Verarbeitung, Qualität und Materialien. Danach das Design, also wie schön sieht die Pfeife aus, was macht sie besonders und was können die Blow-Offs. Dann zum Abschluss, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, das Rauchverhalten, wie ist Durchzug und wie ist der Anzug. Und das Ganze dann nochmal in einem abschließenden Fazit zusammengefasst. Fangen wir auch direkt an mit Punkt Nummer 1. Und da muss ich sagen, bin ich krass überrascht. Nicht, dass die Qualität von The Hooker vorher schlecht war, sie war eher relativ durchschnittlich, würde ich sagen. Für den Preis immer akzeptabel. Die Terminator hingegen hat nochmal ein richtiges Level-Up an Qualität. Wir haben V2er Edelstahl, wir haben schwarze Elemente und silberne Elemente, plus viele von den silbernen Elementen sind auch noch gelasert mit so einem Muster drauf. Das ist übrigens auch der Punkt mit dem Namen. Wenn ich die Pfeife angucke, fällt mir irgendwie nicht Terminator ein, sondern ich muss irgendwie an sowas wie Azteken denken, vielleicht einfach wie die CS-Map Aztec nennen oder sowas. Weiß nicht, mit diesen Mustern und Co. finde ich, würde der Name auf jeden Fall besser passen als Terminator oder das Muster passt nicht zu Terminator. Der Name ist ja am Ende scheißegal, zu dem Muster kommen wir dann auch gleich nochmal. Ist auf jeden Fall aufwendig gefertigt und sie ist geisteskrank schwer. Also am Material wurde an keiner Stelle gespart und sie wirkt viel hochwertiger, als es die The Hooker Pfeifen davor konnten. Und ich finde von der Qualität vom Material, was benutzt wird, von der Menge des Materials, was benutzt wird, vom Gewicht, aber auch von der Verarbeitung selbst, das heißt, wie schön so ein Kohleteller entgratet wurde und wie schön hier die Kanten sich an der Base anfühlen, hat die Pfeife nochmal ein richtiges Level-Up hingelegt. Also, wenn mir jemand einfach diese Pfeife ohne Logo gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eher, maybe nicht vom Design, aber zumindest von der Qualität, auf Viro, Emotion, Mose oder sowas in die Richtung gesetzt, die meiner Meinung nach immer nochmal so ein Ticken über The Hooker waren. Aber mit der Pfeife hat sich das komplett geändert. Das Einzige, wo man es vielleicht merkt, das Glas ist nicht das dickste. Für eine Standard-Bowl, die dabei ist, ist das aber super nice. Das Glas hatte keine Bläschen, die Cuts sind cool, die Farbe ist cool, der Farbverlauf ist cool. Es ist relativ leicht, also es ist auf jeden Fall nicht so wie bei einer Caesar-Bowl. Allerdings kostet die ganze Pfeife halt auch weniger als eine große Caesar-Bowl. Und ich finde, für eine Standard-Bowl, die unter der Pfeife ist, hatte Hooker mit die schönsten Bowls. Also von der Bowl auf jeden Fall schon mal krass begeistert. Wenn die jetzt noch ein Ticken dicker wäre, mashallah. Die Gewinde liefen super, es ist ordentlich Material am Start, es wurde schön verarbeitet. Es ist meiner Meinung nach die am besten verarbeitete The Hooker, die wir jemals gesehen haben.
Und da war ich schon wirklich mies beeindruckt. Wo wir bei der Verarbeitung sind, können wir auch noch kurz über den grundlegenden Aufbau von der Pfeife reden. Wir haben einige Teile am Start. Und zwar haben wir einen Mini-Kohleteller, der auf den eigentlichen großen Kohleteller gelegt wird. Der Kohleteller super gerade, also wirklich komplett in der Waagerechte. Ihr seht es auf der Kamera, ist er fast nicht zu sehen. Dann haben wir drei außenliegende Rauchsäulen, beziehungsweise sind die nicht wirklich die Rauchsäule. Die Rauchsäule sitzt dann nochmal in der Mitte, auch nochmal mit so zwei Verzierungen mit dabei. Sehr, sehr schön gemacht. Das Ganze dann in die Base, auch die Base sehr besonders geformt. Ne? Wir haben einen Klickverschluss von der Base zur Bowl. An der Bowl haben wir dann auch nochmal diesen kleinen Metallring, der eben zur Aufnahme von dem Klickverschluss dient und unten dann noch die Base. Das Tauchrohr hat einen abschraubbaren Diffusor. Den muss man dann beiseite legen, den kann man leider nicht andersrum drauflegen. Und großes Manko bei dem Diffusor, vielleicht mein einziger krasser Kritikpunkt an der Pfeife. Ich dachte 2023 hätten wir alle verstanden, dass Diffusoren unten offen sein sollten, damit Tabak rausfallen kann. Ist hier leider nicht der Fall, der ist unten geschlossen und das sorgt leider dafür, dass man nach 3-4 Köpfen, wenn man die Pfeife lange am Stück raucht, irgendwann Tabak unten drin hat und der Durchzug ein bisschen schlechter wird, wenn man mit Diffusor raucht. Wenn man den Diffusor nicht dran hat, ist das Ganze natürlich kein Problem. Und das bringt uns direkt zu dem nächsten Punkt, Design. Wie eben schon gesagt, die Pfeife hat überall Laserungen, sie ist super aufwendig gemacht, es sind überall noch Zierelemente dran, sogar der kleine Ring unter dem Teller hat noch Laserungen, der Kopfadapter hat noch Laserungen, der Teller hat Laserungen, es fehlt eigentlich nur noch, dass die Bowl auch noch Laserungen hat, sogar der Schlauchanschluss hat noch Laserungen, also da wurde wirklich so ziemlich alles verziert, was geht, plus wir haben natürlich noch das unglaublich auffällige Design von der sehr besonderen Base und natürlich der Rauchsäulenkonstruktion, die super wild aussieht, also mit den drei Rohren drumherum und der einen Rauchsäule in der Mitte, heftig. Die zwei Teller, das Farbenspiel aus immer wieder matt schwarz und silber, was sich durch die ganze Pfeife zieht, sieht super nice aus. Ist natürlich ein sehr ausgefallenes Design und beim Design, Freunde, ich sag's immer, das muss euch gefallen. Ob mir die Pfeife jetzt gefällt oder nicht, am Ende des Tages egal, euch muss die Pfeife gefallen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Pfeife einigen Leuten gefallen wird. Meine Traumoptik ist es nicht. Ich mag da eher schlichtere Sachen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein durchdachtes Konzept ist, was in sich geschlossen Sinn ergibt und bestimmt einigen Leuten sehr gut gefallen wird. Ich habe die Pfeife schon auf dem Discord geraucht, da hat der Cem die gesehen und der Cem war direkt so, Marvin, was ist das für eine Pfeife, die ist ja wunderschön. Also es gibt auf jeden Fall mehr als genug Leute, denen das Ganze sehr gut gefällt. Es fühlt sich auch auf jeden Fall nach einer Pfeife an, in die viel Arbeit reingeflossen ist und viele Gedanken reingeflossen sind. Und das fällt dann vor allem auf bei dem Blow-Off-System. Wir haben in der Pfeife zwei verschiedene Blow-Offs, die wir umstellen können. Wir müssen nichts umbauen. Und das Umstellen funktioniert auch denkbar einfach. Wir müssen nämlich einfach nur an der Rauchsäule drehen und schon können wir den Blow-Off von aus der Base nach oben zu über den Teller umstellen. Der mit dem Teller hat einen kleinen negativen Punkt und zwar geht der Blow-Off über den Teller. Das heißt, wenn ihr Kohle auf dem Teller abaschen solltet, übrigens nehmt einfach einen Kohlekorb, dann habt ihr das Problem nicht. Man sollte sowieso einen Kohlekorb zu Hause haben. Sehr wichtiges Ding, um Kohle sicher zu verwahren. Wenn ihr das macht, ist es kein Problem. Ich mache das auch so, deswegen ist es bei mir auch kein Problem. Aber solltet ihr oft viel Asche auf eurem Kohleteller haben, könnte es bei der Pfeife ein Problem sein, weil in dem Moment, wo ihr pustet, schießt ihr halt die Asche mit dem Blow-Off vom Teller. Das wäre ziemlich ungünstig, deshalb auf jeden Fall einen Kohlekorb benutzen, wenn ihr diesen Blow-Off benutzen wollt. Die Blow-Offs umstellen funktioniert wirklich astrein. Ich muss keine Angst haben, dass ich die Pfeife verschiebe. Ist mir nie passiert, dass ich sie irgendwie verschiebe. Man kann es easy mit einer Hand machen, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass man hier irgendwas verschiebt. Von der Stärke, wie stark ich drehen muss, ist meiner Meinung nach perfekt eingestellt, sodass sich das Ganze nicht einfach so verstellt, aber auch nicht zu schwer geht, als dass ich es nicht nur mit einer Hand machen könnte. Also da wirklich der perfekte Punkt getroffen. Das Umstellen funktioniert easy und genau so, wie ich das erwarte. Als ich die Pfeife zusammengebaut habe, dachte ich mir erst, das geht ja ein bisschen sehr leicht, bevor ich jetzt noch Teller und Co. drauf hatte. Aber wenn man dann noch den Teller und so weiter draufgeschraubt hat, dann ist das wirklich absolut perfekt. Ich hatte niemals irgendwie das Problem, dass wenn ich den Tellerblow-Off haben wollte, auch Rauch noch aus der Base kam. Man kann aber natürlich auch beide Blow-Offs ein wenig aktivieren. Das heißt, wenn ihr die Mitte zwischen den zwei Blow-Offs benutzt, dann habt ihr sozusagen beide Blow-Offs zum Teil aktiviert. Falls euch das wichtig ist, sei das damit gesagt. Ich muss sagen, ich hatte die Pfeife fast immer auf dem Bowl-Blow-Off. Ich rauche halt meistens am Schreibtisch und wenn dann hier seitlich der Rauch wegschießt, ist das ziemlich doof, wenn der Bildschirm vor dir ist. Da hat mir der an der Base auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Mit dem Blow-Off an der Base kann man auch ein bisschen rumspielen. Man kann richtig reinpusten, dann geht der Rauch auch fast bis unter den Kohleteller. Man kann aber auch ganz sachte pusten und schon kommt der Rauch nur so ein kleines bisschen wie aus so einem leichten, seichten Springbrunnen, sag ich mal. Das wäre jetzt einmal feste gepustet und jetzt mache ich noch einmal ein bisschen leichter. Also die Blow-Offs auf jeden Fall eine sehr schöne Spielerei.
Nochmal die Zusammenfassung. Optik, meiner Meinung nach, eine der absolut besondersten The Hooker-Pfeifen. Wunderschön umgesetzt. Das Einzige, was ich unpassend finde, ist der Name, wie gesagt. Ich hätte die irgendwie Aztec oder sowas genannt. Das ist aber nur meine Meinung. Und am Ende des Tages ist ja auch egal, wie die Pfeife heißt. Hauptsache, sie raucht sich gut und sieht schön aus. Und das tut sie meiner Meinung nach. Für mich persönlich nicht mein absoluter Favorit an Design, aber ich finde es trotzdem durchdacht, schön gemacht und super umgesetzt. Plus die Blow-Offs und die Umstellfunktion des Blow-Offs funktionieren auch astrein. Fehlt uns also noch der wichtigste Punkt, das Rauchverhalten, Anzug und Durchzug. Das Rauchverhalten ist tatsächlich nicht so einfach beantwortet wie so wie alle anderen The Hookers bis jetzt auch. Wir haben nämlich schon mal eine Einschlauchpfeife, was bei The Hooker eher selten ist. Die meisten The Hooker-Pfeifen sind Vierschlauchpfeifen. Der Anzug ist für eine große Pfeife absolut in Ordnung. Ist natürlich nicht so gut wie bei einer 30 cm hohen Pfeife, weil wir haben einfach einen weiteren Weg. Sie ist immerhin 52 cm hoch, aber er ist absolut in Ordnung für die Größe. Der Durchzug ist auch gut, solange der Diffusor frei von Tabakblättern bleibt. Wenn einem das passiert, wird er leider über die Zeit immer ein bisschen schlechter, weil sich die Tabakblätter unten drin ansammeln und das Ganze ein bisschen verstopfen. Ohne Diffusor nie ein Problem. Der Diffusor ist sehr, sehr komisch aufgebaut. Wir haben über dem Diffusor eine Reihe aus sehr kleinen Löchern und unten im Diffusor nochmal eine Reihe Löcher und der Diffusor greift dann nochmal über die Löcher. Was dafür sorgt, dass sich das Ziehen mit Diffusor super smooth anfühlt, wir aber schon ein fast aquariumähnliches Geräusch haben. Ich habe versucht, euch das mal aufzunehmen und spiele euch mal die Aufnahme ab. Ihr habt es hoffentlich gehört, ist auf jeden Fall weird. Also ich kann es nicht anders sagen. Am Anfang dachte ich mir, das ist übel komisch, das fühlt sich ganz anders an, als ich das gewohnt bin. Und mit der Zeit habe ich mich aber richtig dran gewöhnt und fand es irgendwann auch mega geil. Also sie lässt sich tatsächlich deutlich anders rauchen als viele andere Pfeifen mit Diffusor. Ich mache mal den Diffusor ab. Was man beim Rauchen ohne Diffusor sofort merkt, ist, dass der Diffusor ein wenig Durchzug kostet. Es ist nicht unangenehm, die Pfeife mit Diffusor zu rauchen, aber er zieht ein bisschen Durchzug. Das heißt für Durchzugsfanatiker auf jeden Fall die Empfehlung, das Ganze ohne Diffusor zu rauchen. Nochmal offenerer Durchzug. Der ist wie gesagt mit Diffusor nicht übel, aber so ist er nochmal ein Ticken geiler. Und was auch direkt auffällt, ist, dass das Rauchverhalten eher Standard geworden ist. Nicht schlecht, aber eben so, wie ich das erwartet hätte. Mit Diffusor, wie gesagt, dieses super smoothe, mit dem Aquarium eh ähnlichen Plätschern vom Wasser. Wenn wir den Diffusor dann abmachen, dann haben wir wirklich ein Blubbern am Start, wie wir das von der Pfeife gewohnt sind. Die Blow-Offs funktionieren auch relativ einfach, aber man merkt schon, dass ein kleiner Widerstand eingebaut ist. Was aber eigentlich ganz cool ist, weil die dadurch deutlich gleichmäßiger funktionieren, bin ich auf jeden Fall happy mit. Fehlt uns also zusammengefasst noch ein kleines Fazit. Und ich kann sagen, das ist für mich ein krasses Überraschungspaket. Wie schwer die Pfeife ist, wie gut sie verarbeitet ist, wie das Rauchverhalten mit dem Diffusor ist, hat mich alles heftig überrascht. Ich bin an die Pfeife rangegangen und dachte, okay, eine weitere The Hooker, Design ein bisschen verändern, Rauchverhalten gewohnt gut und das zu einem schönen Preis. Und wir haben meiner Meinung nach immer noch einen guten Preis. 180 Euro für eine große Pfeife mit den Features, die da eingebaut sind, mit den vielen Verzierungen, die da dran sind und mit den vielen Teilen, die verbaut sind, finde ich absolut okay. Es soll noch für 20 Euro einen abgeänderten Diffusor geben, inklusive Steckballadapter, sodass man die Pfeife auch auf Steckballs benutzen kann. Kann ich euch nichts zu sagen, kann ich nicht bewerten, habe ich nicht hier. Ich kann euch nur sagen, wie gut mir das gefällt, was ich eben jetzt hier habe und den Steckballadapter und den Diffusor, der abgeändert werden soll, habe ich leider nicht hier. Aber das, was ich hier habe, ist wie gesagt ein krasses Überraschungspaket und falls von euch jemand auf der Suche nach einer neuen Einschlauch ist und euch das Design, das sehr besondere Design von der Terminator gefällt, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Außer ihr macht sehr selten eure Pfeife sauber und wollt unbedingt immer mit Diffusor rauchen, dann könnte das mit dem Tabak in dem Diffusor, was ein bisschen Durchzug kostet, schon nervig sein. Aber das ist basically der einzige Kritikpunkt. Lasst mir gerne eure Kritikpunkte an diesem Video und auch an der Pfeife unten in den Kommentaren da. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und gerne abonnieren, wenn ihr weitere Reviews rund ums Thema Shisha nicht verpassen wollt. Kuss fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, eure Shisha WG.